Ja, halt die Zeit mal kurz. Vorne sind noch Plätze frei, kommen Sie einfach vor, ja. Es ist mir lieber, wenn Sie, die hier an der Seite stehen, hier vorne einfach aufrücken. Ja. Gut, also füllen Sie mal die Plätze, ich komme gleich wieder. Ihr Rentner der Stereozentren. Eine Menge geklaut und zwei Explosionen verursacht. Guck mal, wie hat der Nikolaus ausgemacht, was der für dich mitgebracht hat? Guck mal. Wie alt sind die, sag ich mal? Das gibt's doch nicht. Guck mal, da musst du ein bisschen schütteln. Das geht nicht. Bitte schön. Da sind ja noch mehr. Du hast ja eh schon ganz viel gutes Zeug hier. Guck mal, ob ich ein Rollstuhl. Das geht bestimmt. Warum nicht? Der Adolf hat mir versprochen, dass das geht. Thank you.
wenn ich so an den Weltuntergang denke, dann stelle ich mir vor, da gibt es einen Maya-Kalender, der ist vor ein paar tausend Jahren entstanden. Und die haben genau das morgige Datum als Weltuntergangsdatum vorhergesagt. Woher wissen die Mayas das? Ja, das ist wirklich eine Frage. Ich meine, das ist ein mittel-südamerikanisches Volk, die da vor ein paar tausend Jahren gelebt haben. Schaut sich jetzt mal die mittel- und südamerikanischen Völker an. Glauben Sie etwa, die können was vorhersagen? Die können vielleicht vorhersagen, wann Sie die nächste Koksliga-Lieferung kriegen. Ja? Können Sie das mehrere tausend Jahre vorhin vorhersagen? Nee, meine Interpretation ist eine völlig andere. Kennen Sie den Film Herr Anhalter durch die Galaxis? Ja. Ich glaube ja, das ist ein Hinweis gewesen. Morgen läuft die Einspruchsfrist ab. Morgen läuft die Einspruchsfrist ab. Wir müssen einer intergalaktischen Hochgeschwindigkeitstrasse weichen. Ja, und das haben die Vogonen damals den Mayas mitgeteilt. Ja. Und die haben das in ihren Kalender verewigt. Und wenn Sie jetzt mal dran denken, wie, wenn morgen die Leute hier herkommen, die Vogonen, ja, gut, die könnten vielleicht nach Frankreich kommen, wo ich glaube. Naja, also würden die Franzosen mitnehmen? Ich meine, ja, ich mein, wenn die da ein paar Flaschen Rotweinschaften-Indus haben, ob die die mitnehmen, keine Ahnung. Die meinen Felsen schaut ja ähnlich aus. Ja. Ich glaube einfach, das Saarland ist so klein, dass die alle, einfach alle Saarländer mitnehmen. Ja. Selbst wenn der Weltuntergang wäre, morgen wäre alles Saarländer gerettet. Ja. Natürlich könnte man auch auf einen anderen Gedanken kommen. Ja. Und zwar, wenn wir uns mal den Herrn Altmaier so ein bisschen näher anschauen. Der Altmaier sagt immer, er isst sehr gerne. Ja. Aber in Wirklichkeit, vielleicht ist er.
sie jetzt auf, mit uns zusammen zu singen. Und zwar ein klassisches deutsches Volkslied, und ich bitte Sie wirklich, inbrünstig zu singen. Ja? Und zwar Leise Riesel der Schnee. Und wir werden das gleichzeitig umsetzen in. Na, ein bisschen mehr Power hier. Ja? In eine Weltbewegung. Und ich weiß natürlich, dass Sie den Text hoffentlich, ist in den Text ganz überhaupt nicht auswendig, aber es gibt keinen Pardon. Ich habe den Text mitgebracht und Sie müssen jetzt inbrünstig singen. Der Adolf stimmt an. Sie kennen den Text selber, oder? Okay, und dann werden wir sehen, wie wir den Schall, den Sie produzieren, in eine entsprechende Feuererscheinung umsetzen. Und bitte alle mitsingen, ich singe auch mit. Leise Riesel der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freudiges Christkind kommt bald. In den Herzen ist zwar still schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt, freudiges Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Hört nur, wie lieblich es schallt, freue dich, Christkind kommt bald. Super! Und das hat ja jeder zu Hause.
Sie mal, das ist doch fast identisch. Ja. Ja, da sehen wir also das Polarleuchten. Eigentlich soll das unten gehen. Ja, okay. Okay, gut. Also wir sehen, das Polarleuchten ist auch im Wohnzimmer machbar. Was Sie wahrscheinlich schon erfahren haben, wenn man mal über Energiewende redet, wie gesagt, die Natur braucht keine Steckdose und Gott erst recht nicht. Und die Chemiker brauchen auch keine Steckdose, um Leuchterscheinungen zu generieren. Ja, das haben Sie hier gerade gesehen. Und wir werden uns jetzt einer weiteren Leuchterscheinung widmen, mit der wir ein schönes Licht erzeugen können. Das hat hier leider nicht so gut geklappt. Aber wir können das nochmal nachvollziehen in einer größeren Menge an Flüssigkeit. Da liegt immer die Dramatik. Ja. Und er ist ein begnadeter Barkeeper. Ja, also blau können wir auch. Ja. Wir
Wie gesagt, also Licht kann Dinge sichtbar machen und Licht tritt ja häufig auch zusammen mit Schall auf. Ja. Das wissen Sie zum Beispiel beim Gewitter. Ja. Da haben Sie den Blitz und kurze Zeit später den Schall. Und der Adolf wird es jetzt hier mal vorführen, dass wir das natürlich auch als Chemiker durchführen können. Ja. Das heißt, wir können. Der Ulf auch noch? Okay. Wir können Licht in Schall umwandeln. Ja. Das heißt also, es ist jedem Chemiker möglich, ein Gewitter, jawohl, so wollen wir das hören, nachzuvollziehen. Ja. Gut, das heißt, das ist also schon mal durchführbar, wir können Licht in Schall umwandeln. Ja. Aber generell steht noch die Frage im Raum, was trägt jetzt die Chemie bei zur Energiewende? Ja. Und uns im Saarland ist ja egal, was die anderen machen. Ja. Im Prinzip haben wir schon alle Lösungen parat. Ja. Und dazu müssen Sie nur mal in Saarland schauen. Und wenn wir in Saarland schauen, was gibt es da? Es gab mal Kohle, ja. Die gibt es immer noch, aber die wird nicht mehr gefördert. Ja. Es gab oder es gibt genügend Eisen und Stahl. Ja. Und es gibt so manche saarländische Spezialität, und die sie fast täglich zu sich nehmen. Ja. Und unsere Frage ist, können wir diese Dinge, die man im Saarland relativ einfach bekommt, auch dazu nutzen, um beispielsweise Energie zu erzeugen? Und zunächst mal wollen wir uns anschauen, wie wir Kohle in Licht umwandeln können. Und dazu braucht der Herr Adolf noch ein bisschen, das heißt, ich müsste noch ein bisschen was über den Arbeit erzählen. Nee. Wir müssen dazu natürlich eine zweite Substanz bereithalten. Ja, das ist in dem Fall Kaliumnitrat. Ein Teil von Sprengstoffen. Sie können sich schon vorstellen, dass da natürlich genügend Energie drin ist. Ja, und wir müssen das aufschmelzen und dann können wir eine saarländische Lampe erzeugen, die Sie auch in Ihrem Haushalt täglich zum Fernsehen schauen verwenden können. Ja. Dauert bloß ein bisschen. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. War ein bisschen viel Kaliumnitrat. Das heißt, könnte was passieren? Erst ein neuer? Nö. Okay. So. Wir schmelzen das jetzt auf. Und hier gibt es ein paar Experimente, die man hier zeigen könnte. Wir haben uns auf eins beschränkt. Und das ist, dass wir jetzt da ein Stück Kohle reinschmeißen und mal schauen, was passiert. Reicht das noch nicht? Ja, das Propangas ist auch immer das, was man war. Hätte man vielleicht Schwenker drüber stören sollen. Geworden.
Es muss auch mal nichts, was nicht funktionieren können, Herr Adolf, oder? Nee, will nicht. Wir haben die Holzklub. Ah, okay. Ja, also hier sehen Sie schon mal. So, Sie sehen also schönes, warmes Licht, ja. Manche beklagen sich ja über die LEDs. Also hier haben Sie ein schönes, warmes Licht, ja. Das so gelblich schimmert. Und wenn Sie da ein paar Lampen in Ihrem Wohnzimmer aufhängen würden, ja, dann wäre Ihr Wohnzimmer ein bisschen verhebelt. Aber manche vermisst ja Zigarettenrauch, dann können Sie das ein bisschen nachahmen. Ja. So, das ist das eine. Holz oder Kohle generell haben wir genügend. Die Frage ist, das ist ja erstmal nur Licht. Ja? Wir wollen aber quasi Kraftwerke ersetzen. Und wenn man Kraftwerke ersetzen will, dann möchte man natürlich Strom erzeugen. So, und das gibt es natürlich auch eine saarländische Methode. Wir nehmen Kohle, die haben wir hier ein bisschen verbunden mit einer Elektrode. Ja, wir nehmen vom Opa ein paar Eisennägel. Ja. Die Saarländer sammeln ja immer gerne ihre so Sachen, ja, und die liegen dann meistens zig Jahre im Keller. Ja. Und wenn Sie das, die zwei Dinge miteinander verbinden, dann können wir eine Strom erzeugen. Ja. Ja, bei der Eröffnung des Praktikumsgebäudes war ein Staatssekretär da, der total begeistert war von der Methode und hat mich gleich gefragt, ob es da schon einen Businessplan dafür gibt. wir können damit Strom erzeugen und das will der Herr Adolf jetzt gleich mal zeigen. Ja. Sie sehen, das Rad dreht sich. Kohle und verrostete Eisennägel, beides zu Genüge im Saarland vorhanden, ein bisschen hintereinander schalten, ja, und dann können wir das Saarland mit Energie erzeugen. Ganz herzlich versorgen. So. Die Frage ist, wo steckt noch Energie drin? Und gehen wir nochmal zurück. Wo steckt noch Energie drin? Altmaier? Ja, also bitte, Herr Altmaier misst gerne. Ja. Und wir haben uns gedacht, Mensch, es müsste doch auch möglich sein, Energie aus der saarländischen Spezialität herauszuholen. Ja, schauen wir mal, ob man mit einer Liona ja, auch Strom erzeugen kann. So, das heißt, der Herr Adolf, ui, die haben wir abgekocht. Herr Adolf hat hier ein bisschen Liona. Jetzt werden Sie vielleicht denken, das ist keine Liona, ja, aber wir können Ihnen garantieren. Liona. Heißt Liona. So, können wir aus einer Liona Energie rausholen? Wir haben lange getüftelt. Der Herr Adolf hat sich nächtelang den Kopf zerbrochen, wie das klappen könnte. Ja, und das ist das erste Mal, dass wir das zeigen. Ja. Und es müsste eigentlich funktionieren. Es ist ein Prototyp, ja. Also wir wollten jetzt an Warta und so weiter herantreten, dass die das in Zukunft hier vertreiben für uns. Ja.
Irgendwann muss ja auch Professor mal sein Gehalt aufbessern. Ne? Und Adolf sowieso. Ja. Sonst sind sie nicht der Meinung, dass der Adolf das wert ist. Ja, dass er mehr Geld verdient. Doch. So. Und. Ich sehe da schon, das könnte klappen. Wir müssen es noch ein bisschen optimieren. Leuchtet schon? Ah, okay. Thank you.
holländische Spezialität, ja. Aus der werden wir jetzt keine Energie erzeugen, sondern vielleicht maximal Kopfschmerzen morgen. Ja. So, geben wir das mal ein paar Leuten hier. Zwei müssen wir. So. Ja. Wer möchte eins? Schulklasse? Nein. So, bitte fangen wir noch ziehen. So, ich verteile es mal an die Damen. So. Ja, also dann. Herr Adolf, kommen Sie mit, müssen wir anstoßen. Oh, ich habe so viel Salz im Mund. Prost. So, gut, Prost, Weihnachtsfest. Die Frage ist, wie entsteht eigentlich so ein Sekt oder Cremant? Jetzt werden Sie natürlich da die Biologen oder Biotechnologen der Heizung. Ist der da? Nee. Also der Heizung würde ich sagen, Hefe. So Quatsch. Hefe. Ja. Das sind Flaschengeister. Ja, das sind Flaschengeister drin. Und wir werden Ihnen das auch zeigen, dass es die gibt. Ja. Sie wissen ja, Naturwissenschaft muss immer ein Experiment durch ein Experiment. Das wäre die chemische Übersetzung.
Ja, und das werden wir Ihnen zeigen, dass das in der Klinik relativ einfach geht, während das natürlich in der Technologie noch nicht so toll ist. Ja, es gibt den Herrn Escher, der hat immer solche Bilder gezeichnet, die ein bisschen mit der Vision und der Optik spielen. Und hier sehen Sie eine Möglichkeit, ein Perpetuum mobile zu erzeugen. Ja, also Sie sehen, dass hier quasi ein Kraftwerk betrieben, ja, und das Ganze geht im Kreis, ja, das Wasser fließt runter und wieder hoch, ja. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, wenn das funktionieren würde, unendlich Energie zu erzeugen. Ja, aber das ist mechanisch. Mechanisch ist für Chemiker nicht so interessant. Das heißt, wir machen es lieber in einer chemischen Reaktion und werden Ihnen das hier mal zeigen, dass das durchaus auch möglich ist, eine chemische Reaktion, die sich selber erhält und in einem chaotischen System quasi endet. Und bisher ist das Ganze, es wird mal dunkel, Sie sehen, dass es hier zu Farbeffekten kommt. Farblos, dann wird es gelb und dann wird es wieder dunkel. Das heißt, das werden wir jetzt auch so weiter laufen lassen. Sie können ja ab und zu mal hinschauen. Die Farben kommen dann auch unterschiedlich und diese chemische Reaktion wird jetzt bis zum Ende der Vorlesung, nehme ich an, nicht. Schade, ich habe den Leuten versprochen, dass es immer so weitergeht, Herr Adolf. Haben Sie da nicht den geheimen Zusatz zugesetzt? Rein, haben wir reingespuckt. Ja, blöd. Okay, gut, also es wird auf jeden Fall eine Zeit lang so weitergehen. Durch Luft, durch Wasser,
Und Schall hat auch eine extrem historische Bedeutung, die was mit Weihnachten zu tun hat. Ja, bevor wir jetzt das Experiment hier machen, ja, möchte ich Sie, vielleicht weiß das keiner, ja, was Schall mit Weihnachten zu tun hat. Schauen wir uns mal das Ganze an. Wenn Sie nach Würzburg kommen und das Portal der Marienkapelle anschauen, ja, ist eine bildliche Darstellung, wie es zur jungfräulichen Geburt kam. Ja. Wie kommt es dazu, dass Gott der Vater oder einen Geschlechtsakt Maria befruchtet hat? Ja. Und das ist hier ganz deutlich zu sehen. Es geht über Schall. Ja. Hier sehen Sie einen Schlauch, ja, der kommt vom lieben Gott direkt ins Ohr von Maria. Also, liebe Damen, wenn demnächst mal wieder Ihr Freund in ins Ohr säuselt. Naja, also, immer ein Vögelchen. Ja. So, und wir werden jetzt zeigen, jetzt können Sie sagen, okay, der liebe Gott, ja, aber wenn Sie nicht glauben, dass es zu einer Befruchtung kommt, dann zeigen wir Ihnen das jetzt. Ja, also, werden wir mal schauen. So, das ist eine Wasserstoffbombe, hätte ich jetzt fast gesehen. Das ist nicht, das ist eine, ja, das ist nicht heute Weltuntergang, morgen erst. Das ist eine Wasserstoffkanone, ja. Und da ist jetzt Wasserstoff drin, ja, hier ist ein Zünder, ja. Wer hält sich jetzt die Ohren zu? Keiner. Passiert auch nichts. Passiert nichts, ja. Warum nicht? Sie brauchen die Befruchtung. Durch den lieben Gott, nee. Wir durchbrechen hier die Schallmauer, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht.
und erzeugen nochmal ein bisschen Energie in Form von Druck. Schauen wir. Ja, also einige der Experimente bedürfen ein wenig Vorlaufzeit. Und wir werden sehen. Harmlose Gegenstände. Ja. Und wenn Sie so einen harmlosen Gegenstand haben, dann denken Sie auch häufig nicht dran, wie gefährlich der teilweise sein kann. Und wir werden Ihnen mal zeigen, wie viel Energie eigentlich aus Wachs frei werden kann. Hier erhitzt der Herr Adolf ein bisschen Wachs. Wir müssen das so hoch erhitzen, dass es zumindest anfängt zu ziehen. Und bitte, liebe Kinder, passt auf, ja, also das ist ein Mahnungsexperiment an euch, zu Hause nicht nachmachen. Also, liebe Eltern, die Sauerstoffflaschen immer gut verstecken, ja, und auch die Bunsenbrenner, ja, und liebe Kinder, bitte nicht im Sommer vorm Schränke machen, ja. Das würde natürlich verheerende Konsequenzen haben. Ja, also ist doch gar nicht schlecht. Ne? So, mit der Zeit wird die Flamme immer größer. Ja. Ja. Ja, das geht noch besser. Ne? Hier sehen Sie, dass das schon auch zu extremen Reaktionen führen kann. So Wunderkerzen sind nicht wirklich ein Spielzeug. Ja. Sie sehen also, da ist es sehr, sehr schwer möglich, das mit Wasser zu löschen. So langsam kommen wir am Schluss. Und jetzt fährt der Herr Adolf die großen Geschütze auf. Bisher haben wir ja noch wenig wirklich spektakuläre Sachen gezeigt. So, das ist, in den Wunderkerzen, vielleicht soll ich das sagen, ist relativ viel Magnesium drin. Ja. Und wir werden Ihnen jetzt vorführen, dass Magnesium auch unter extremen Bedingungen durchaus weiterbrennen kann. Dazu nehmen wir ganz wenig Magnesium. Ja. Und Trockeneis, also minus 78 Grad Celsius, gefrorenes Kohlendioxid. Ja. Und wir wollen mal schauen, ob das Magnesium, ob das sich beeindrucken lässt durch das bisschen Trockeneis, was da drin ist. So, wir zünden also das Magnesium. So, vielleicht nicht direkt hineinschauen. Ja. Wir
Wie Sie wissen, ist ja das Land, das Saarland hat einen bedeutenden Industriezweig, das ist die Eisen- und Stahlindustrie. Ja, und wir werden Ihnen jetzt mal den Hochofenprozess im Kleinen nachstellen. Ja. In meinen verschiedenen Vorlesungen, die ich gehalten habe, war jetzt vor kurzem mal die Thermit-Reaktion beschrieben. Die können wir nur ganz selten machen, weil die den Hörsaal ziemlich einnebelt. Ja, was wir jetzt erzeugen, ist flüssiges Eisen. Und der Herr Adolf als unser Hochofenmeister wirft mal den Hochofen ein. Thermit-Reaktion ist die Reduktion von Eisenoxid mit Aluminium. Müssen wir zünden.
Ohne Herrn Adolf wäre das wirklich nicht möglich. Wir fangen immer so 3 Monate vorher mal an, darüber nachzudenken, was wir machen können. Und so im letzten Monat vorher drängt mich dann immer der Herr Adolf, wann geben Sie mir endlich jetzt Bescheid, welche Versuche wir machen sollen. Ja, ich habe meistens keine Zeit, weil ich 15 Vorlesungen halte und so weiter. Ja. Und dann wird immer, Herr Adolf wird schon nervös, ja, aber meistens klappt es dann. Danke, Herr Adolf, trotzdem. Also nochmal vielen Dank. Damit ist die Weihnachtsvorlesung 2013 beendet. Wir wünschen Ihnen nochmal frohe Weihnachten!